So, herzlich willkommen zum Video. In den letzten zwei Videos haben wir uns ja mit der objektorientierten Programmierung auseinandergesetzt und haben uns, um genau zu sein, mit den Klassen auseinandergesetzt. Dazu haben wir am Beispiel eines Militärspiels die Klasse Soldat formuliert, haben diese mit Grundeigenschaften und Methoden ausgestattet. Jetzt wollen wir natürlich, dass der Benutzer auch mit dieser Klasse Soldat beziehungsweise mit unserem Spiel auch in irgendeiner Form interagieren kann, zum Beispiel Befehle geben kann. Das heißt also, er muss die Möglichkeit haben, Befehle einzugeben. Das ist eigentlich in Python elementar. Leider habe ich es jetzt die letzten Videos vergessen zu erklären. Und zwar gibt es dazu den Befehl Input. Bei früheren Python-Versionen war das der Befehl Array Input. Allerdings ist der bei Python 3.3.3 nicht mehr gültig. Wenn Sie da Array Input verwenden, bekommen Sie einen Fehler angezeigt. Also das hier geht nicht mehr. Strings werden mit Input alleine eingegeben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen String eingeben möchte, dann schreibe ich erst eine Variable, der dieser String zugeordnet werden soll. Dann schreibe ich Input. Dann hier ein Text, den der Benutzer, die Benutzerin angezeigt bekommen soll, zum Beispiel Eingabe. Ja. Dann kann ich hier, beziehungsweise der Benutzer, Benutzerin, einen String angeben. Dieser String wird dann der Variable x gespeichert. Sollte eine Zahl angegeben werden, dann macht man das mit wieder eine Variable. Diesmal schreiben wir hierhin eval, eval. Dann schreiben wir hier in Klammer input, also im Prinzip das, was wir hier oben geschrieben haben, kommt dann in Klammer input. Dann hier wieder Eingabe zum Beispiel oder geben Sie etwas ein. Ja. Und dann wird das Ganze in einen Wert umgewandelt. Also von dem String wird es umgewandelt in einen Wert, zum Beispiel einen Float-Typ oder in einen Integer-Typ etc. Und damit kann man dann arbeiten. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu unserem Programmbeispiel. Wir haben ja hier diese Klasse programmiert. Jetzt wollen wir, dass der Benutzer zum Beispiel hier Befehle geben kann. Ja? So, diese Befehle sollen dann natürlich übergeben werden. Zum Beispiel, dass der Benutzer den Befehl geben kann zum Schießen, dass er dann ein Ziel eingeben kann, auf das geschossen werden soll, als Beispiel. Ja, oder dass er den Befehl eingibt, laufen, etc. Wir beginnen hier in unserem Hauptprogramm hier unten erst einmal damit, dass wir nochmal zwei Objekte erzeugen. Einmal das Objekt Soldat. Dieses ist ein Objekt der Klasse Soldat, also schreiben wir hier Soldat, Klammer auf, Klammer zu. Es sei denn, wenn hier jetzt noch, wie gesagt, wenn hier jetzt noch Parameter übergeben werden sollten über den Konstruktor, müssten die hier hineingeschrieben werden. Dann brauchen wir noch einen Gegner, den erzeugen wir uns. Ja, wir nennen dieses Objekt also Gegner. Ist auch ein Objekt der Klasse Soldat. Nun machen wir Folgendes. Wir erzeugen, damit wir das auch später, zum Beispiel wenn wir später fragen, auf was geschossen werden soll, da müssen wir dieser Funktion Schießen ein Objekt übergeben. Ja? Dieses Objekt gehört auch der Klasse Soldat an. Hier können wir jetzt allerdings nicht einfach zum Beispiel das X als Beispiel hier übergeben. Das geht nicht, weil in diesem Fall wäre das X dann ein einfacher String. Und wenn wir das hier übergeben, bekommen wir eine Fehlermeldung angezeigt, weil ja bei der Klasse String einmal nicht auf die Variable Treffer zugegriffen werden kann. Und auch bei dem String auch nicht einfach die Funktion bzw. Methode getroffen aufgerufen werden kann. Das heißt, wir müssen hier dann schon ein richtiges Objekt übergeben. Wir wenden hier einen einfachen Trick an, und zwar erzeugen wir einfach ein Wörterbuch. Das haben wir ja auch schon kennengelernt. Dieses Wörterbuch nennen wir einfach Sammlung. Man schreibt dann hier ist gleich, geschweifte Klammern auf, geschweifte Klammern zu. Dann nennen wir zum Beispiel erst einmal Gegner.
Ja, das wäre dann unser erster Eintrag, der nennt sich Gegner. Diesem Eintrag übergeben wir einfach unser Objekt hier oben namens Gegner. Das schreibe ich dann einfach hier hinein. Wir können ja in ein Wörterbuch, können wir ja Werte eingeben, wir können Strings eingeben, auch beides gemischt. Wir können aber auch Objekte eingeben, weil diese Klasse hier ist ja im Prinzip nichts anderes als ein neuer Datentyp. Also können wir das auch übergeben. Als nächstes Sammlung nennen wir den nächsten Eintrag einfach Soldat. Wir übergeben dann hier einfach unser Objekt Soldat. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch können, anstatt Gegner, zum Beispiel Terrorist schreiben können oder Aufständiger etc. Ja, das ist im Prinzip gehupst wie gehigelt. Ja. So. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Abfrage. Jetzt nennen wir die Variable einfach Befehl. Einen Moment, ich muss mal schauen, wie viel Zeit ich noch habe. Okay. Befehl. Hier schreiben wir dann Input. Ja, Sie sehen hier schon, das wird farblich direkt unterstrichen. So, Befehl. Ja, schreibt es einfach Befehl. So, der wird dann entgegengenommen. Da machen wir eine If-Anweisung. Also if Befehl zum Beispiel schießen, dann ja, hier immer hier den Doppelpunkt nicht vergessen bei if, ganz wichtig. Dann soll er fragen, auf was geschossen werden soll, also nach dem Ziel. Wir schreiben die nächste Variable, nennen wir einfach Ziel. Hier soll wieder eine Abfrage erfolgen. Das machen wir wieder mit Input. Hier einfach Ziel eingeben. Ja. So. Und jetzt kommt das Interessante. Jetzt soll ja eigentlich noch gefragt werden. Oder wir machen es jetzt mal der Einfachheit halb so, dass Sie es besser verstehen. Anders wird es etwas zu unübersichtlich. Wir wählen jetzt einfach den Soldaten aus. Ich schreibe jetzt also hier das Objekt des Soldaten hin. Soldat schießen. Na, das ist jetzt also die Methode, die wir aufrufen. Diese Methode möchte jetzt als Argument ja ein Ziel. Jetzt kann ich natürlich nicht hier einfach den String hier verwenden. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einfach Ziel hineinschreiben würde, ich führe es jetzt mal gerade vor. Das wäre es jetzt im Prinzip schon. Wenn ich das jetzt ausführe, ja, hier gebe ich jetzt die Anweisung schießen. Hier schreibe ich zum Beispiel Gegner rein, ja, auf den soll geschossen werden. Und dann bekomme ich diese schöne Fehlermeldung hier ausgegeben. Nämlich, weil das String-Objekt ja nicht über eine Methode bzw. über eine Eigenschaft namens Name verfügt, weil hier wird ja auf die Eigenschaft Treffer zugegriffen, des Weiteren aber auch auf die Funktion, auf die Eigenschaft Name wird zugegriffen. Ein Name hat der Soldat keinen, der Gegner keinen. Des Weiteren hat auch der String keine Funktion. Aus diesem Grund müssen wir hier das Ganze über ein Wörterbuch machen. Wir schreiben dann also hier unser erzeugtes Wörterbuch hinein, das heißt Sammlung. Und dort können wir dann als Argument einfach Ziel eintippen. Ja, da passiert Folgendes. Jetzt wird nach einem Ziel gefragt. Das Ziel geben wir ein. Und das Ziel wäre dann hier ein Begriff, der in unserem Wörterbuch hinterlegt ist. Wenn ich dann zum Beispiel Gegner eintippe, ja, also diesen Begriff, dann wird das Objekt Gegner hier eingefügt und automatisch hat dann unsere Methode Schießen auch ein Ziel. Wir geben vorher unserem Soldat hier noch einen Namen. Soldat. Name ändern. Das ist jetzt eine Methode, die wir ja hier erzeugt haben. Na, das sehen Sie hier. Den Soldaten nennen wir einfach mal nennen wir ihn Tom als Beispiel. Den Gegner nehmen wir, Gegner nennen wir, Name ändern, nennen wir Sven. So, dann bekommen wir nämlich hier auch was angezeigt. So, wenn ich das Ganze jetzt ausführe, werde ich hier gefragt, Befehl, ich möchte schießen, dann ein Ziel angeben. Ja, hier sage ich dann Gegner. So,
Schieße auf Sven, Sven getroffen. Na, also hat es funktioniert. So, jetzt könnte es aber auch möglich sein, jetzt könnte es ja möglich sein, dass jetzt es könnte es ja möglich sein, dass der Benutzer einen Fehler macht und gibt hier aus Versehen als Ziel zum Beispiel den Schützen selbst ein. Ja. Na, dann würde zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel hier nochmal den Befehl Schießen eingebe, so, und würde jetzt anstatt Gegner Soldat eingeben, dann würde der Soldat sich im Prinzip selbst erschießen. Ja, schieße auf Tom, Tom getroffen. Ja. Um das zu verhindern, können wir das hier bei der Schießfunktion abfangen. Und zwar können wir dann zum Beispiel auch hier sagen, da können wir hier zum Beispiel sagen, if Ziel gleich self. So. Ja. Self ist ja immer das Objekt selbst. Und wenn jetzt der Benutzer hier das gleiche Objekt übergeben würde, so, dann soll hier ausgeführt werden, print Fehler. Des Weiteren soll das Programm dann auch abrupt beendet werden. Dazu müssen wir hier vorher noch ein Modul einfügen. Ja, also hier habe ich jetzt einfach eingegeben, if Ziel, also hier das übergebene Argument gleich self, also das Objekt selbst, dann print Fehler und zuzüglich soll das Programm beendet werden. Dazu müssen wir hier ein Modul einfügen und zwar import sys. Dann kann ich nämlich hier hinschreiben sys exit Ende aus. Das war's dann. So, ansonsten soll dieser Teil hier ausgeführt werden. Ja, so einmal, zweimal. Ja. Das heißt also Ziel, Treffer. Wir setzen die Eigenschaft Treffer auf True, also getroffen, und dann Ziel, und dann rufen wir die Methode getroffen auf. Ja. Auf die Art und Weise könnten wir dann das Ganze abfangen, schießen. So, jetzt gebe ich hier Soldat an. Schieße auf Tom, Fehler. Ja. Warum wird hier Schieße auf Tom noch ausgeführt? Ja, ganz einfach, weil wir haben vergessen, wir müssen diese Fehlerüberprüfung müssen wir vor diesen Printbefehl jetzt setzen. Ja, das bedeutet, das muss ich im Prinzip noch hierhin einfügen und dann wird es stimmen. Ja, das ist noch zum Beispiel eine Fehlerbehebung. Ich führe es dann nochmal aus. Schießen, Soldat. So, Fehler. Ja, weil der Soldat. Gut, das könnte er natürlich auch machen. Er könnte ja zum Beispiel auch Selbstmord begehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das bleibt dann eigentlich Ihnen überlassen, wie Sie ein solches Spiel programmieren. So, jetzt haben wir ja hier geschrieben. Moment, oh, es reicht von der Zeit nicht mehr aus. Von der Zeit her reicht es jetzt leider nicht mehr aus. Jetzt wollen wir natürlich eigentlich hier noch beschreiben, zum Beispiel, wer den Befehl ausführen soll. Ja? Hier könnte zum Beispiel dann eine Abfrage nach der Person gestellt werden. Ja? Zum Beispiel auf welche Person, zum Beispiel Soldat oder Gegner wir zugreifen wollen und was für einen Befehl wir darauf ausführen wollen. Das behandeln wir dann im nächsten Video. Dazu reicht mir jetzt hier die Zeit nicht mehr aus. Wenn Sie, wie gesagt, wenn Sie hier jetzt irgendwo nicht mitgekommen sind, irgendwelche Fragen hier haben zum Thema, können Sie die gerne über das Kommentarfeld stellen, aber auch direkt per E-Mail. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Im nächsten Teil geht es dann weiter.